wenn es um die Altersbestimmung von Meteoriten geht, also die Chronologie, aber auch für Themen wie die Nukleosynthese, also wie sind die verschiedenen Nuklide entstanden, wie sind all die Elemente entstanden, ist es wichtig, etwas über den radioaktiven Zerfall zu wissen. Jetzt gibt es verschiedene radioaktive Zerfallsarten, aber eigentlich drei hauptsächliche, die man kennen muss und die stattfinden. Und die sind hier einmal dargestellt. Im Grunde genommen ist das Ganze hier ein kleiner schematischer Ausschnitt aus der Nuklidkarte. Auf der X-Achse, hier nach rechts, ist dargestellt die zunehmende Anzahl der Neutronen. Und auf der Y-Achse nach oben die zunehmende Anzahl der Protonen. Und dann starten wir hier in dieser Nuklidkarte mal mit einem Mutternukleus. Irgendwo. Und jetzt gibt es diese drei Zerfallarten. Fangen wir mal an, zum Beispiel mit dem Beta-Zerfall. Dabei verlässt ein Elektron den Atomkern. Und bei diesem Elektronenzerfall, wenn dieses Elektron rauskommt, wird im Kern ein Neutron in ein Proton umgewandelt. Das heißt, dieser Mutternukleus verliert ein Neutron, geht also in diese Richtung. Diese Umwandlung bedeutet aber auch, das Neutron ist jetzt zwar weg, oder nicht ganz weg, es ist jetzt ein Proton, das heißt, ein Proton kommt dazu. Und damit wird das Ganze ein anderes Element mit einem Proton mehr im Kern. Denn die Anzahl der Protonen bestimmt ja, um was für ein Element es sich handelt. Und das ist der Beta-Zerfall. Ein Neutron zerfällt in ein Proton und man wandert in der Nuklidkarte ein Element weiter nach oben oder hin zu einem Proton mehr eben. Jetzt gibt es das Ganze auch umgekehrt. Also ein Positron zerfällt und als Positron rauskommt, wird aus dem Proton in dem Fall, die positive Ladung geht weg, wird aus einem Proton ein Neutron. Das heißt, dieser Nukleus wandert hier in Richtung ein Neutron mehr und da das Proton zerfällt, also das Proton sich umwandelt, ist ein Proton weg, das Ganze geht also hier nach unten. Das heißt, beim Beta-Zerfall wird ein Proton zu einem Neutron umgewandelt. Man kann sich das Ganze auch so ein bisschen merken, dass beim Beta Plus geht eine positive Ladung weg, also das ist die vom Proton praktisch. Beim Beta-Zerfall geht eine negative Ladung weg, das heißt, es muss eine positive Ladung dazukommen, das heißt, das muss eben ein Proton dazukommen. Als drittes gibt es dann noch den Alpha-Zerfall. Beim Alpha-Zerfall handelt es sich um was anderes, da geht einfach ein Teil des Kerns weg. Also gerade ging es um eine Umwandlung, Proton-Neutron oder Neutron-Proton. Jetzt geht es darum, dass ein Teil des Kerns weggeht. Und zwar, was weggeht, ist ein Helium-4-Kern. Ein Helium-4-Kern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen, der wie gesagt weggeht. Das heißt, das Ganze geht zwei Protonen nach unten, zwei Neutronen nach drüben, also jeweils in die Verlustrichtung. Und dann haben wir hier den Alpha-Zerfall in diese Richtung. Das heißt, wir haben auch hier natürlich ein neues Element, das zwei Protonen weniger hat. Beim Beta-Plus-Zerfall war es ein Proton weniger. Beim Beta-Minus-Zerfall war es ein Proton mehr. Und das sind die drei wichtigsten Zerfallsarten, Beta-Plus, Beta-Minus und Helium-4-Kern oder Alpha-Zerfall, die man sich merken sollte und die auch für die Nukleosynthese sehr wichtig sind, aber eben auch für die Altersbestimmung oder wenn man die radioaktiven Zerfälle hinter der Altersbestimmung der Chronologie verstehen will, sind diese drei Zerfälle hier sehr wichtig. Deshalb muss man die kennen.